Fledermäuse zum Angriff. Bäh, bäh. Wow. Shit. Ich hätte mir da jetzt echt mehr erhofft. Ha, das ist meine Armee. Zeit zu sterben für dich, Stiefbrüderchen. Los, Kreaturen, oh, yeah. Schnappt sie euch, fegt über sie hinweg, reibt ihnen scharfe Chili-Soße in die Augen und befreit mich aus diesem vermaledeiten Käfig. Die Armeen des seine Getränke auf Eis genießenden Bösen hatten die lächerlichen Verteidiger von Tristan besiegt. Naja, lächerlich. Erfüllte die Kreaturen des Bösen. Doch der körperlosen Essenz des Bösen war noch nicht nach Feiern zumute, denn Tristan mit selbst den letzten war entkommen. Hat's mal das weg. Das da weg. Das weg. Ah, wir haben schon wieder einen verloren. Was ist das? Haus der Helden. Ja, das gibt's nicht mehr lang. Weg mit den Geraffel da. So, wo gehen wir weiter? Aber ich fürchte ein bisschen den Kanonenturm da hinten, ne? Ah, da ist ja Talia. Ah, da können wir nicht durch. Okay. Okay. War aber da nicht auch noch irgendwie irgendwo? Ja, da lang. Ich glaube, da brauche ich Meteorschauer. Hm? Das ist der dritte Turm. Mäuse zum Angriff. Bäh, bäh. Klatscht ihn weg. Wow. 400. Feinde haben den Dungeon betreten. Oh no. Hallo? Ah, ich hab mich verdrückt. Wow. Shit. Ich hätte mir da jetzt echt mehr erhofft. Moment. Wo sind wir da? Hier sind wir richtig. Gott, man verliert den Überblick. Oh no! Komm! Ich will jetzt nicht.
Nochmal eine Fledermaus. Extra Verbrauer. Ich brauche da auch noch vollen. So, weg mit dir. Gut, dass ich geguckt habe. Wow. Okay. Das braucht noch. Ich glaube, den werden wir nicht schaffen. Hm? Schaut's aus. Okay, zum Sieg vorwärts. Mach den Turm platt. Oh oh. Da ist gleich wieder einer kaputt. Oh, der Kanonenturm hat es auch gleich hinter sich. Komm! Yes! Alter Verwalter. Und jetzt das Blatt machen. Boah, ey. Schwere Geburt. Feinde sind im Dungeon. Feinde sind im Dungeon. Hallo? Super, jetzt reicht man nicht. Jetzt leer. Mal so. Jetzt wird der umgepflügt. Kanal voll. Wir brauchen Money. Wir haben da glaube ich noch ein bisschen Spaß, Oma, ne? Ah, haben sie es ja schon. Hi. Da ist der nächste Arkanisch rein. Und wir brauchen Hühnchen. Das zauberwütige Böse hatte einen arkanen Riss an sich gerissen. Yo. Mit neu gewonnener Magie konnte es nun per Zauber den Fürsten der Hölle herbeirufen. Oh. Wie viel kostet er? 100? Okay. Den möchte ich ausprobieren. Heldenstatue. Platsch das weg. Hat da nichts zum Suchen. Was? Siri ist echt manchmal völlig Banane. Es ist Zahltag. Ja, oh nö. Probieren wir ihn aus.
Schau mal, wo ist der Fürst der Hölle gone? Eine eurer Kreaturen ist gestorben. Nein! Mach mal den schnell platt. Danke. Und diesen hier. Leute, füllt mal unser Mana-Dingsi-Bumsi auf. What the fuck? Alter, da ist doch noch so viel Zeug da. Aber Money haben wir echt nicht viel. Oh! Wie war das? Nicht viel? Bisschen haben wir wieder. So, Talia. Mit freundlicher Unterstützung von Batman. Die Armeen des fanatischen Bösen erreichten eine weitere magische Barriere. Ballert mal gleich über den Haufen. Zeit zu sterben für dich, Stiefbrüderchen. Los, Kreaturen, oh, yeah. Schnappt sie euch, fegt über sie hinweg, reibt ihnen scharfe Chili-Soße in die Augen und befreit mich aus diesem vermaledeiten Käfig. Meine Brüder, in euren Augen sehe ich... Du leierst jetzt hier aber nicht schon wieder diesen gleichen Mist runter, oder? Oder? Männer, haltet sie auf! Talia, wir müssen weiter! Oh Gott. Das werden wir nicht überleben, oder? Eure Armee hat sich gerade durch Ableben verkleinert. Kriegst noch Unterstützung. Gut, dass wir Money gefunden haben. Da können wir ja gleich wieder bauen. Okay, da gibt's nichts. Oder doch, bisschen gibt's noch. Hau den Wecker. Die Armeen des seine Getränke auf Eis genießenden Bösen hatten die lächerlichen Verteidiger von Tristan besiegt. Naja, lächerlich. Erfüllte die Kreaturen des Bösen. Doch der körperlosen Essenz des Bösen war noch nicht nach Feiern zumute, denn Tristan mit selbst den letzten war entkommen und hatte Talia bei sich.
Das war ja klar. Physische Gestalt verweilende Böse tat so, als ob es seufzen könnte, und nahm abermals die Verfolgung auf. Ja, wir haben's geschafft. Geil, oh. Die Ebenen von Strothalm. Das absolute Böse machte sich wieder daran, Talia zu befreien. Der Weg führte wie es immer in die holt. Nähe der Stadt Strothalm, die einst von Untoten belagert wurde. Jo, dann machen wir das doch. Diese Sequenzen mit mir im Käfig werden hier viel zu lange ausgebreitet. Können wir das nicht irgendwie ausdiskutieren? Steinschere Papier vielleicht, so wie früher? Du weißt, dass ich immer den guten alten Stein nehme. Aber wo wir gerade von Steinen sprechen, ich habe bald alle Steine der Endlichkeit beisammen und dann... Niemand interessiert sich für deine blöden Murmeln, du Dämlack. Während Talia in eine angeregte Diskussion mit ihrem Stiefbruder vertieft war, versuchte sich das hirnvertilgende Böse bereits an einem mehr oder weniger fruchtlosen Befreiungsschlag. Was ist jetzt kaputt? Da Untote nach ihrem Ableben einfach nach einiger Zeit auf dem Friedhof wieder auferstanden, war ein erfolgloser Ansturm auch nicht weiter tragisch. Ja, geil. Und das ist seine cool. Kreaturenverheizende Böse fand es vermutlich niemals tragisch, wenn es Untergebene verlor. Ja. Der Zweck heiligt die Mittel, ne? Thema. Glücklicherweise fanden sich im näheren Umkreis alte Grabkammern, die starke Untote beheimateten und für größeren Nachschub sorgen konnten. Dass die Karte studierende Böse machte sich eifrig Notiz. Ja, schreiben. Siehst du das, Tristan? Kann ich schon cool schreiben. Die Armeen werden mich befreien. Los, ihr Untoten, macht sie nieder. Fresst ihre Hirne, klaut ihnen die Hosenträger. Damit die untoten Kreaturen des gnadenlosen Bösen noch mehr Lakaien beschwören konnten, musste ein Tempel mit einer Opfergrube errichtet werden. Schnell machte sich das bausüchtige Böse daran, diese umzusetzen. Okay, aber ich würde sagen... Nö, nicht Autosave, das überschreiben. Dann wir speichern hier und dann machen wir das nächste Mal weiter mit Dungeons 4. Und es macht halt extrem Laune. Und bis dahin, macht es gut. Ciao.